Hallo, willkommen zu einem neuen Kartenspiel. Ich habe mir jetzt ein neues britisches Deck hier vorne gebaut, ja. Also die polnischen Streitkräfte sind wohl dabei. Und mit dem britischen halt, ne? Britische Haupt- und Polen dann als Secondary. Ja, genau. Und was mache ich hier mit? Das ist die Einheiten am Leben halten. Ja, das ist alles, was ich möchte. Als Briten hat man ja keine Manpower. Da dachte ich mir, dann holst du dir mal so einen schicken Wagen hier und dann bleiben die am Leben. Also, wie funktioniert's? Im Grunde genommen gibt es halt eine Reihe von Einheiten, die Boni bekommen, wenn sie leben. Ich hole ganz viele Einheiten aufs Feld, die irgendwie ne, sowas hier zum Beispiel haben. Draw a card, first time a friendly Einheit survives. Das ist auch, wenn er selbst überleben würde, irgendein Angriff. Ne? Also ich irgendwie kämpfe, überlebe. Manchmal ist das, dass der Gegner mich angreift, manchmal ist es einfach nur ein Kampf. Wenn ich überlebe die Kämpfe, kriege ich irgendwelche Boni. Das sind eigentlich alle Karten in den verschiedensten Ausführungen, die genau diesen Effekt machen. Also die Einheiten müssen einfach nur überleben. Und wenn ganz viele Einheiten überleben, dann gibt es nochmal so Karten hier wie sowas hier, die alle. Nee, das ist die nicht, die Echelon suche ich. Dann sowas hier, wo ich alle Karten 1-1 nochmal bekomme, wenn sie eben, wenn eine andere Einheit angegriffen wird, auch nur. Nicht überleben, sondern angegriffen wird. Und dann wird die Armee irgendwann unendlich stark, weil die haben sehr viele Billigeinheiten, die sehr überlebensbeefy sind. Und mit diesen Echelon kriegen die dann immer 1-1, wenn irgendeiner angegriffen wird. Und die überlebt ja eigentlich auch noch. Dann steigt das weiter hoch und hoch und hoch. Zudem habt ihr KC-Mechaniken, wie irre. Das ist im Grunde genommen die ganze Mechanik, ja? Mehr ist das nicht. Genau. Wo geht's los? Seit ihr so 3 Milliarden Knöpfe haben, suche ich immer. Also das wäre auf jeden Fall, wie wir Krieg führen. Keine Artillerie, kein dummes Flugzeug, keine Order, dass die Sachen vernichten. Wir haben nur Sachen, um den Gegner in den Rückzug zu zwingen und dass unsere Truppen überleben. Also wir sind quasi am Verzögern, bis die Amis kommen, ja? Polen halten ist angesagt, das ist die Devise. Genau. Ja, schauen wir mal, wie es funktioniert. Also ich habe das schon ein paar Mal gespielt. Bisher klappt das relativ gut. Ich mache noch ein paar Fehler dabei, weil das wirklich sehr komplex ist, habe ich das Gefühl. Aber macht schon Spaß damit. Habe ja keine Removal-Karten wirklich dabei, außer dass ich den Gegner in den Rückzug zwingen kann. Wenn er in der Supportline ist und sich zurückzieht, geht auf die Hand zurück, aber es nicht vernichten. Ne? Aber den Kartenwettbewerb gewinne ich in aller Regel. Und da ist das ganz angenehm. Und wenn ich in der Frontlinie bin, kann ich ihn zwingen, mich anzugreifen teilweise. Ne? Was immer mein Ziel deswegen auch ist, in die Frontline zu gehen. So, der Slasher macht keinen Sinn am Anfang. Ja, die Garnison ist einfach nur die Masse zu holen. Ich wollte eigentlich nur die Pins haben, hauptsächlich. Genau, die Echelon bringen nur was, wenn ich Einheiten habe. Die ist nice to have, aber ohne Einheiten halt sinnbefreit. Also eigentlich könnt ihr die alle wegnehmen. Nichts bei, was Sinn macht. Das war jetzt auch nicht so viel besser. Ja, also das Flugzeug ist ganz gut, aber das ist alles nur Rückzug jetzt hier. Und der ist halt, wenn irgendeine Einheit Schaden an mir macht, wird die vernichtet. Das ist ganz angenehm. Also Schaden an mir macht, außer an dieser Einheit. Das heißt, sie ist dann gezwungen, die anzugreifen oder wird vernichtet nach dem Kampf. Was für Kämpfe, die ich überlebe, ganz attraktiv ist. Jesus, das ist eine Scheiße hier. Also wenn er mit irgendeinem Blitz angreift, kann ich auf die Hand zurückgeben, ist aber nicht wert. Das ist hauptsächlich zum Aktivieren und es ist dumm, wenn man beide auf der Hand hat, wenn ich denke, dass er mit der dicken Einheit eine vernichten könnte. Genau, und die hätte ich mir jetzt wahrscheinlich, wenn er jetzt schießt, auf die Hand zurückgeben können, aber kein Card zum Schießen. Ja. Zwei Garnisonen. Ich meine, das ist besser als nichts. Ich kann noch das machen, da habe ich direkt eine Einheit in der Backline stehen und noch eine Einheit mehr zur Auswahl. Der Konvoi ist ganz gut. Oh, very nice. Genau, die Marines, die kosten aber 4 zum Bewegen. Ne? Also, der steht da tatsächlich auch mehr, als er alles andere macht wahrscheinlich. Auch nicht schlecht. Ja, die amerikanische Hilfe gerade gekommen im Atlantikkonvoi. An die Deutschen wohl das U-Boot vergessen. Ja, der ist jetzt ein bisschen beschäftigt, das kaputt zu schießen, das Ding. Ja, Firefly ist natürlich nice, ne? Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Der schießt ja nicht aufs Headquarter. Für 4K an die Front gehen. Ich kriege ja noch keine Boni daraus, leider, ne? Also ich glaube, ich schieße jetzt einfach mal zurück. Also weg ist es weg. Also er will ja Einheiten aufs Feld kriegen, offensichtlich, ne? Und da verhindere ich jetzt, dass er Masse aufs Feld kriegt. Masse ist eh nicht gut, wenn das auf dem Feld ist, weil, wie gesagt, ich muss die Front umkämpfen und das ist besser, wenn ich die Masse dann habe. Eine verdeckte Karte, da weiß der liebe Gott nur, was drunter ist. Ich kenne die verdeckten Karten alle nicht. Ich hatte nur mal eine gehabt, aber ich weiß sie nicht auswendig. So, das war meine Main Infanterie, die da gerade kam. Ja,
Ja, sonst packen wir den einfach nach vorne, oder? Dann ist die Front schon mal gesichert. Also mein Deck funktioniert gerade untypisch, weil im Grunde genommen keine der vier Einheiten, die ich auf dem Feld habe, wobei die drei, diese hier eigentlich, ich normalerweise benutze und die beiden sowieso nicht, diese ganz selten. Das ist meine Haupteinheit, die habe ich normalerweise immer irgendwie auf der Hand und diesmal kommt die sehr spät. Ja, mit sowas würde man normalerweise dann mit ein bisschen Support sowas wegpusten und ähnliches. So, der Gegner ist jetzt gezwungen, den kaputt zu machen, weil er Angst hat, dass ich sonst Stalingrad angreife. Okay. Überraschung. Ich hätte es nie angegriffen, weil 4K zu teuer ist. Also wenn er sich die ganze Armee dafür fuckt, dann auch noch K hat, dann ist natürlich nett, ne? Nehme ich. Das war natürlich lohnend. Genau. Können wir jetzt mal anfangen, das zu machen? Also der muss die Front sichern. Das ne? Mensch mit dieser Attack gibt 1-1 bevor Damage. Genau. Das glaube ich richtig. Jetzt kann er es nicht angreifen und er kann es auch nicht ignorieren. Ich ziehe jetzt eine Karte immer, wenn der freundliche angegriffen wird. Nee, das ist die andere. Ich kriege 1-1 vor Damage. Genau, weil er überlebt hat, kriegt er nochmal 1-1. Taktisch, ne? Verpanzern. Jetzt kommen die ganzen Infanteristen. Das sind nicht anvisieren, oder? Da bin ich nicht ganz sicher. Targets. Aber es ist ja nicht Target, oder? Wenn ich das anmache. Wenn ich den einfach zurück auf die Hand gebe, ist gerade meine Idee bei ihm. Soll ich schon mal aktivieren, dass ich das nicht vergesse. Und ansonsten machen wir einfach hier gemütlich weiter. Den müssen wir wahrscheinlich ausschalten, damit der auf die Hand zurückgeht. Das wäre so der Gameplan hier vorne. Ich will ihn eigentlich nur ungern nach vorne fahren, den Panzer, ehrlich gesagt, aber auf Platz in der Backline gleich. Und ich will nicht, dass er den kaputt macht und dann nach vorne fährt mit dem T-34. Genau, bye bye. Ist er wieder. Schon hartnäckig, diese T-34 Schrott, ne? Der hat Armor 1, muss man bedenken. Pin Target, wenn Pin ist Remove, Retreat ist. Also ich kann jetzt nochmal zurück auf die Hand geben. Aber Pin, das wäre jetzt ein Anvisieren, ne? Und dann kriegt er noch einen. Das ist ja eine Order diesmal. Dann kann er mich nicht angreifen, wenn ich das mache. Also er kann mich schon angreifen, wenn er das möchte. Ich würde es nicht empfehlen, aber kann er. Ja, weil egal, was er jetzt angreift, er stirbt dann. Also die Reaktion, die ich gerade aufs Deck gesehen habe, die sehe ich häufiger. Tot. Ich habe leider nur eine von denen drin. Ich hab auch zwei im Deck, aber ich habe nur eine von denen drin, weil ich nicht mehr Polen haben kann. Dann müsste ich eine von denen rausnehmen. Ich glaube nicht, dass das wert ist. Es war ein super Effekt, aber es ist ja auch super Late Game, ne? So, genau. Da ist wieder ein Panzer mit irgendeinem Effekt. Genau, dann macht er den Retreat, dann kriegen wir vorher noch einen Bonuspunkt. Kann man zweimal angreifen mit Panzern? Ich kenne mich so schlecht aus dem Spiel. Fahren und angreifen, ne? Na gut. Ja, wir hämmern jetzt einfach mal da rein. Genau. Weil super verteilt die Punkte. Das war natürlich nicht so clever gespielt. Hätte ja den da oben ziehen können. Und diese Totenkopf-Dinger, ne, bei Destruction, die gehen ja alle auf die Hand zurück. Das ist, glaube ich, sehr unangenehm für den Gegner. Da ist er wieder. Die sind schon hartnäckig, die Gegner. Der wollte einfach nicht gehen. Okay, ja, jetzt natürlich, wie komme ich da jetzt am besten durch? Ich könnte den halt pinnen, wenn ich eine Runde daraus haben will. Also wir können den da vorne pinnen, da passiert ja nichts. Und den müssen wir dann jede Runde jetzt zusammenschießen wahrscheinlich. Ja, den kriege ich aber tot mit einem Angriff, ne? Also, wenn der den angreift, stirbt er ja, weil er zurückschießt. Bam.
Den wieder deaktivieren. Knuffig der Panzer, oder? So klein. da kommt T34. Also die Karte schon super episch, ne? Obwohl der auch so genug Schaden diesmal gehabt hätte. Aber wie gesagt, also ihr könnt einen zweiten reinpacken, müssen wir eine andere rauspacken. Und das, was wir gerade gesehen haben, das Szenario, kommt eigentlich relativ selten, muss man ehrlich sagen. Ne? Da lässt sich noch schwer darauf hinarbeiten. Aber klar, die war schon sehr, sehr, sehr stark. Aber die bringt auch nur dann was, wenn ihr andere Einheiten habt. Ne? Wenn die angegriffen wird, habt ihr nichts davon. Das muss man auch dazu sagen. Also ist immer die Frage, wie viel möchte man von den Einheiten haben und wie viel möchte man Support haben. Ne? Im Moment habe ich sehr viele Einheiten gewählt und eher weniger Support. Der Amerikaner. Krieg, Bürgerkrieg. Der will England erobern, ist ja kein Bürgerkrieg, aber ne, Krieg, ihr wisst schon. Echelon zu früh geht nicht, das ist auf jeden Fall auch zu teuer, zu teuer. Bei dem Bloody Eleventh bin ich mir nicht sicher, ob das nicht zu früh ist. 4 ist fast vertretbar, ne? Also ich weiß nicht, was ich sonst noch kriege. Also ich will auf jeden Fall sicherstellen, dass ich eine 1er habe, ne? Genau. Also die 5th Legion Regiment ist sehr wichtig. Das ist wirklich eine sehr gute Anfangskarte. Die mobbt halt auch so manche Anfangskarte auf und lebt danach noch, ne, mit Buff. Da kann man ganz gut. Es geht ja immer um die Front. Also die Front ist wichtig, sonst kann man den Gegner nicht zwingen, einen anzugreifen. Und ich habe keine Removal, dann kriege ich auch die Bomber und sowas nicht weg. Ne? Und das ist eine wichtige Tüte für mich. Genau, müssen wir uns dagegen direkt wehren? Das bringt ja nichts. Ne? Also indem ich jetzt angreife, ist ein Schaden. Ja, ist doch okay, oder? Da habe ich ein Schlimmeres erlebt. Polycarpov oder sowas. Die modernsten Flugzeuge, wo gibt. Genau. Kann ich hier nicht jede Runde angreifen? Also für den Buff. Schießt ja nicht zurück. Ist das nicht gut? Es kommt wahrscheinlich gleich die Bombe, vermute ich. Ich will eigentlich nicht den Angriff verhindern. Soll er mich gerne bomben? Das würde mich jetzt nicht stören. Man muss wirklich überlegen, wann man die Merchant Navy einsetzen will. Klar kann jetzt auch eine Blitzkarte kommen, aber Runde 3 ist das, glaube ich, unwahrscheinlich. Also muss ja eine Blitz sein, die 4 Schaden macht, ne? Mindestens. Genau, jetzt haben wir den erstmal weg, dann sind wir noch stärker. Wird er den jetzt auslöschen wollen? Wahrscheinlich, ne? Also da ist das, glaube ich, hier ein Muss. Ich meine, klar, danach habe ich eine Karte weniger und jetzt wieder auf der Hand, aber dieses Momentum ist ein wichtiger Punkt. Insel Frontline. Give your HQ Smoke. Okay. Aber da kommst du nicht hin in die Frontline. Nicht, wenn ich was zu sagen habe. Ja, wenn ein Friendly Unit ist attacked. Also, das könnte jetzt funktionieren, wenn ich den spiele, weil der dann angegriffen wird von dem oder irgendeinem gleich. Dann kann ich meine Karten wieder ziehen. Oder ich mache das ja, der zieht jede Runde eine Karte und der kommt da hinten sowieso nicht dran. Das glaube ich besser, ne? Das ist ein sicheres Kartenziehen jede Runde. Und das Headquarter wird gebufft. Also ist, glaube ich, vertretbar. Also besser vertretbar als hier der Firefly. Ja, wenn man den Panzer bräuchte, aber ich brauche ja keinen Firefly. Nicht, um Marines abzuschießen. Moment, habe ich den Verdacht, dass mein Deck viele ein bisschen überrascht, weil ich viele Karten habe, die wahrscheinlich als unattraktiv gelten. Aber ich glaube, dass die, also diese ganzen Retreat-Mechaniken zum Beispiel, ne? Aber ich glaube, dass die wirklich hier gut funktionieren im Moment. Konvoi, Lebenspunkte, jede Runde eine zweite Karte ziehen. Ja, das ist wieder unser Freund, ne? Nochmal den Retreat machen. Wenn er der Falschen angreift, habe ich nichts davon. Wenn mir der zuerst kam, greift, wäre das doof. Aber das macht er ja sicher nicht, ne? Und da weiß ja nicht, dass ich noch eine habe. Das kostet zu viel. Den will ich nicht nach in die Front bringen. Der wäre schon nice to have, aber dann muss ich den Schlag einstecken. 6, ne? Und du machst 4. Ja. Ich riskiere das jetzt einfach mal.
Gold, ich mag die goldenen Karten nicht. Ich mag das nicht, wenn das so verschiedene Farben hat. Ich glaube, der hat das gerade verrechnet, falsch gerechnet, oder? Aber klar, der hatte halt nicht dieses plus 1, 1, habe ich ja zweimal jetzt bekommen, hat er glaube ich nicht beachtet. Vermute ich mal. Was bist du denn? Ach, der wird jetzt jede Runde ein stärker, bis er sich bewegt, okay. Oder immer. Genau, die Defense können wir auf jeden Fall mal anmachen. Merchant Navy. Glaube ich jetzt Pflicht wegen dem einen Linksangriff da oben, da komme ich nicht dran vorbei. Und dann können wir zurück auf die Map geben. Das könnte für Herr nochmal stark wichtig sein. Machen wir erstmal den Angriff hier, also ist ja schön stark. Dann hat er jetzt mehrere Baustellen, der Gegner. Wird jetzt damit angreifen, dann geht er zurück auf die Hand der Steward. Und dann können meine polnische 5th Legion Regiment das auslöschen, das Headquarter. Ja, ich kenne das auch nicht vom Meta, wie das alles war, bevor jetzt dieses DLC da rauskam. Ich weiß nicht mehr, ob es DLC-Karten sind, ehrlich gesagt. Ich habe nur den Eindruck von dem, was ich halt vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, wenn ich zuletzt gespielt habe, gesehen habe, dass die Leute halt überrascht darüber sind, dass ich halt nur Einheiten spiele und um die Front mit Front Retreat kämpfe. Ne? Das war früher auf jeden Fall, also zumindest was ich in Erinnerung hatte, eher selten bis undenkbar gewesen. Und da gibt er auch. Genau, das wäre das Deck. Moment. Oh, gibt da Bonus. Also auf jeden Fall eine sehr wichtige Geschichte. Ich hatte vielleicht auch ein bisschen Glück mit den Karten, also was da drin ist. Ich weiß gar nicht, was sind die seltenste Karte? Also Monte ist ja so ein Ding, das man immer hat. Der Black Prince ist vielleicht selten. Den habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie benutzt. Also den könnte man, glaube ich, auch rausnehmen. Firefly, den könnte man auch austauschen gegen anderen Panzer. Ich halte ihn nicht für eine Schlüsseleinheit. Der war jetzt richtig nett gewesen. Ich hatte aber vorher tatsächlich die Matilda drin. War damit auch sehr zufrieden. Ich überlege sogar, die Matilda vielleicht reinzunehmen. Also einen davon raus, einen Matilda rein. Und dann könnte ich hier unten noch einen davon nehmen. Obwohl, wie gesagt, der auch eigentlich nie in den Einsatz kommt. Genau. Die Desert Reds, ja. Monte ist halt so ein Ding, das hat man im Deck. Und der Rest seht ihr ja, das sind eigentlich keine seltenen Karten bei. Das ist eigentlich nichts fancy bei. Das Flugzeug, so ein Ding, das habe ich nur genommen, weil ich es hatte. Das gibt mir den einzigen Removal, den ich habe. Aber der gehört eigentlich nicht zum Deck. Den könnte man auch rauskicken. Also ich glaube, dass das ein sehr preiswertes Deck ist, was recht gut funktioniert. Gerade wenn man den Black Prince, den Monte rausnehmen würde, ne? Ja, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr preiswert. Dann ist hier unten das teuerste und das wird, wie gesagt, sowieso nie benutzt. Also das kann, glaube ich, jeder bauen, so ein Budget-Deck. Und macht eine Menge Spaß. Ich bin sehr zufrieden auf jeden Fall mit. Und ihr seht ja, ich habe immer Karten auf der Hand, obwohl ich sehr viele Karten habe, die eigentlich so Einwegdinger haben. Ne? Also Retreat, da hat der Gegner die Karten noch, ich habe eine weniger, habe ich trotzdem immer genug Karten auf der Hand. Das kommt durch die Polen hauptsächlich. Ne? Also das hier ist ein ganz guter Panzer, der 7TP. Aber auch durch die 70. hier unten, ne? Wo man dann auch eine zieht. Wirklich sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. So, ich bin weg für heute. Ciao, ciao.